willkommen ihr Lieben zu einer späten Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten. Ich fange jetzt eigentlich mal mit den News an. Eigentlich müsste ihr ja sagen, äh, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier die aktuellen Clash of Clans News oder auch News aus der Welt. Denn äh, irgendwo geht, gehen uns ja einige Themen, gehen hier auch an diesem Spiel nicht ganz vorbei, aber ich bin jetzt auch ultra spät. Ihr seht das, ich habe noch eine Stunde und drei Minuten hier im CK zwei Angriffe zu machen. Also, ich muss schon wieder ein bisschen boosten, aber wir wollen, ich wollte den Angriff eigentlich am Ende machen. Jetzt schiebe ich ihn nach vorne, denn wir hatten heute mal ein schönes Gespräch ähm, aus der HCVR-Liga. Da sind wir übrigens heute Abend zu Gast auf dem Kanal, der unten verlinkt ist, also auf Twitch.tv Schräger Toto Clash mit zwei Partien. Lasst euch also überraschen, es gibt harten CK. Ähm, aus der Liga, einmal glaube ich aus Empire haben wir eine nette Begegnung und auch aus der Notschliga dort Lasst euch einfach überraschen, was euch, auf euch zukommt Wir werden das so ein bisschen parallel oder so halb parallel machen Denn die Matches liegen doch ganz gut so Art hintereinander Und ähm, da lasst euch jeden Fall, ja da lasst euch überraschen, was auf euch und auf mich zukommt ähm, Ich bin auch mal ein bisschen gespannt, aber ich bin jetzt auch erstmal gespannt was wir auf diesen Gegner machen, den hatte ich mir schon den ganzen Tag res reserviert und jetzt muss ich ihn auch angreifen. Ich weiß, Tuti kann keine Luft. Toto kann keine Luft, aber ist egal. Äh, wir machen das trotzdem. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, über diese Flanke hier mit der Karre zu kommen. Denn hier gibt es ganz wenig Beschuss für meine Karre. Queen weg, King weg, das weg, das weg, das weg. Und dann mit Luft hier rüber. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Ja, sehen wir jetzt. Immer ein bisschen live beim Tutti. Okay, gehen wir mal rein. Ich habe einen Golem dabei, der geht natürlich auf die Mauer dort und weil der will auf die Defensive. Ich habe ein paar Bowler hier, hier und da. Die müssen das jetzt nur ein bisschen wegmachen. Dann nehmen wir mal noch, glaube ich, einen, einen von denen mit dabei. Wir nehmen den King hier mit rein. Wir nehmen die Queen hier mit rein. Jetzt gibt es hier zwar schon ein bisschen Beschuss ähm, von den, von den beiden Helden. Die giften wir jetzt mal eben weg. Und den großen machen wir auch mal weg. Den großen machen wir auch mal weg hier. Wir haben hier einen Wut. Da haben wir jetzt zwar nur einen Bowler drin und unseren King. Das ist aber nicht so schlimm. Unsere Karre fährt noch ganz gut. Und da ist er schon mal ein bisschen abgelenkt. Dann können wir hier schon mal rübergehen. Mit unseren ersten, mit unseren ersten Loons und mit unseren ersten. Ah, ähm, oh, ich muss da. Ich muss, ich muss hier schon mal was tun. Hier ein paar Loons, da ein paar Loons, da ein paar Loons. Und äh, die fliegen noch ganz gut. Die gehen auch noch. Äh, das passt so. Ähm, jetzt muss ich mal eben schauen. Alter, wo gehen die hin? ja 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 ja. Die gehen, die, die fliegen gerade blöde. Okay, die fliegen gerade blöde. Die fliegen noch ganz gut dort. Und ich krieg mein, ah, ich krieg wieder meine Zauber nicht raus hier. Ah, ich krieg wieder meine Zauber nicht raus. Jetzt knabbern die da an mir. Guckt euch das mal an. Ich habe noch drei Eile. Ich könnte so kotzen. Ich krieg die Zauber hier nicht raus. Und selbst wenn ich hier tausendmal tippe, kriege ich den letzten nicht raus. Das kotzt mich so an. Ähm, auch hier die Magier. Ich tippe hier die ganze Zeit auf mein Tablet und die Magier kommen hier nicht raus und die kommen hier nicht raus. Ich hätte doch lieber Hox nehmen sollen. Okay, der nächste Angriff wird mit Hox. Ah, das ärgert mich echt. Das ärgert mich so kolossal. Ähm dass wir dieses blöde Dorf nicht so geschafft haben. Und, ähm, aber es gibt ja noch, noch zwei, drei andere Angreifer. Na, naja, trotzdem. Kotzt mich an hier. Kriegen wir, nicht, nicht, wir kriegen nicht mal das Rathaus, oder? Mein King, kriegst du noch das Rathaus da? Mit zwei Sterne. <laughs> Mit zwei Sterne, ich hätte doch die Hocks nehmen sollen. Ich kann Luft nicht. Und es sah eigentlich so gut aus. Ähm, Killscott ist gut weit gekommen. Queen, King. Ja, ihr seht ja, der King immer noch. Der King ist der King. Okay, King. Dann do it. Ich wusste auch, dass da die Tesla stehen. Irgendwie ernstes es ja, ne? Aber der King macht das hier. Guck mal, der King ist halt. Er ist, er ist der King. Muss man ganz klar so sagen. Und er ist hier der Chef im Spiel. Naja, okay. 27 Sekunden, dann machst du den Tesla auch noch. Dann haben wir hier schon mal zwei Sterne drin, aber der Gegner kann noch mit hohen Rathäusern unsere Kleinen einfach down machen. Und ähm, dennoch bin ich so ein bisschen, was dieses. Touchen auf diesem Teil angeht. Ihr hört das ja auch, oder? Ja, ihr hört das. Klappt das immer noch nicht so richtig, oder? Ich bin halt zu, zu zaghaft. Okay, wir haben mal halt zwei Sterne dazu gewonnen. Dann können wir den nochmal nehmen hier. Ernie macht den nicht, den mache ich hier. Und zwar mit einem Go-Hock. Ähm, damit, damit ich das mal übe, nehme ich das, das gleiche wieder mit rein. Ich muss allerdings jetzt, glaube ich, muss ich, muss ich schon einen Trank nehmen, warte mal. 30 Minuten dort, 30 Minuten da. Im CK haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Ah, ich muss keinen Trank nehmen, okay. Jupp, jupp, mache ich noch, ja. Mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch. Ich mache noch die, ja, ich mache noch die 7. Ich mache die 7 aber erst dann, wenn ich euch das gezeigt habe, was ich eigentlich euch zeigen wollte. Denn äh, Clash of Clans News, das waren jetzt nicht nur die aktuellen News, dass Toto mal wieder nur zwei Sterne gemacht hat, sondern ihr habt das sicherlich schon im Client gesehen. Gab es hier die Tage deutsche News und zwar zweimal gleich. Einmal, nee, dreimal sogar. Dreimal sogar. Einmal Clash of Clans bei der Weltmeisterschaft bzw. bei der ESL-Meisterschaft. Das ist nicht die Weltmeisterschaft, sondern dies ist eine nationale Meisterschaft. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Sie das nochmal jetzt anhand dieser Daten, die ihr jetzt Kamen ähm, noch mal ein wenig geändert haben. Denn im Moment gibt es ja so ein paar Einreisebeschränkungen von Land A nach Land B und so weiter. Und deswegen gab es auch einen Tag später die Änderung zu den Qualifiern. Und das betrifft jetzt ja nicht nur so ein paar Länder, sondern das betrifft ja mittlerweile ganz, ganz viele Länder. Und deswegen die Clash of Clans News hier: Corona hat auch Clash of Clans erreicht. Und ähm, denn das Ganze ist ein bisschen verlegt worden, von, nicht von März bis August, sondern von Mai bis Oktober. Aber ob das so alles so sein wird, weiß man nicht. Das, was ich euch vorher gezeigt hatte, hier dieses hier, ähm, das hier soll angeblich sein Ende haben. Das seht ihr hier unten. Bei der Gamescom 2020 in Köln. Puh. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber... Ich finde schon mal gut, dass sie den Schritt gegangen sind. Und ich meine, die, die Qualifier, die Offline-Qualifier sind alle in Katowice. Die Leute reisen aus aller Welt an und können es ja zur Zeit gar nicht machen. Und auch vermutlich in den nächsten paar Wochen nicht machen. Ähm, wir hier von den Streams sind ein bisschen ausgenommen, denn ihr schaut mir ja immer von zu Hause auch zu oder von wo auch immer. Das ist keine Großveranstaltung, die wird nicht gesperrt. Nicht ab 100 Zuschauern, nicht ab 200 und auch nicht ab 1000 oder so. Aber das Ding hier. Ähm, hat, das hat ja auch nicht viele Zuschauer. Das sind ja Offline-Qualifier, die sind da in einem Studio in der, bei der ESL in Katowice. Und ähm, das Ganze findet ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das wird natürlich schön moderiert und, und so weiter, aber die Leute müssen ja reisen. Und wenn du jetzt ein Team aus China hast oder weiß der Geier woher, dann können die im Moment nicht reisen. So muss man es ja ganz klar sagen. Und deswegen auch hier die Vorsichtsmaßnahme, dass man das so gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch neue Clash of Clans News hier, heute auch im Deutschen jetzt. Okay, dann brauche ich euch das gar nicht mehr verlinken. Ich bin mal gespannt. Es gibt nämlich ein paar baukosten reduzierung und die sind wirklich nicht vom Pappe. Ich habe gesehen, das ist eigentlich beim Rathaus 12. Und 13 nicht ganz so viele Reduzierungen gibt es, es es gibt glaube ich eine einzige Reduzierung beim Rathaus 12 aber es hat sich schon sehr sehr viel vor allen Dingen ja okay hier tauchen jetzt gleich die Mauern auf das ist der Hammer hier unten die Mauern ähm, um 50% von 9 auf 10 auf 11 das ist schon sehr sehr krass kann ich euch sagen macht keine Mauern mehr wartet bis das Update kommt wie es denn am Ende kommt das behält sich Supercell immer noch vor also das ist kein Garant dass es auch so ist ja Sage ich gleich dazu, das lest ihr dann in den offiziellen Foren nach. Und ähm, eigentlich wollte ich hier gar nicht reingehen, denn man kann das Ganze, das ist ja sehr, sehr klein hier, man kann das Ganze natürlich auch irgendwo anders schauen. Ich muss mal gerade gucken, wo ich das eigentlich habe. Das habe ich, glaube ich, dort. Ja, das habe ich dort. Oh, ihr seht mich jetzt hier ganz, ganz tausendmal. Okay, jetzt nicht mehr. Ah ja, okay, jetzt seht ihr mal, wie ich aufnehme. Alles klar, aber hier kann man das ganz gut. Äh, wir sehen, also mal, mal sehen, ob die deutschen News jetzt auch schon da sind. Ja, die deutschen News sind auch schon da. Die waren heute Nachmittag noch nicht dort. Und ähm, hier kann man das noch mal ein bisschen besser sehen. Ich glaube ein bisschen klein mein großer Moni. Und ähm, hier seht ihr also noch mal die Reduzierung. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Date ich wirklich heute noch ab oder warte ich bis diese Reduzierung da sind? Denn die sind teilweise wirklich Teilweise wirklich, wirklich gut. Ich meine, klar, bei den Mauern ist das echt top. Und ich habe auch gesehen, dass, glaube ich, auf 12 hier die Riesen, ich glaube, die auf Rathaus Level 12 hier die Riesen, wo meine schwarze Maus ist, ich hasse weiße Mäuse, deswegen sind meine Mäuse immer schwarz. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich Windows installiere. Schwarze Maus. Ähm, ist das das Einzige im Rathaus 12 Bereich? Im Rathaus 13 Bereich ändert sich hier, glaube ich, so gut wie gar nichts. Auch bei den Kosten der Mauern nicht und bei den Kosten anderer Sachen nicht. Ich muss mal eben schauen. Es gab noch interessante Sachen. Reduktion, Bogenschützen, Königin. Achso, richtig. Der König kostet auf Level 5 nur noch 18.000, ihr wisst, das hier von gestern. 20.000 sollte er da noch kosten. Bei meinem Rathaus 7. Er könnte jetzt 2.000 weniger kosten. Und die Queen kostet auch nicht mehr 40.000 auf Level 1. Ich sage ja immer, wenn ihr euch die Queen raushaut, es gibt ja ganz, ganz viele Achter, die gehen auf 9 und dann haben, haben dann kein dunkles für die Queen haben keine 40.000. Ähm, was natürlich sehr sehr schade ist. Ihr braucht nur noch 20.000 demnächst. Wartet vielleicht mit euren Updates. Weiß ich nicht genau, ob man da jetzt warten soll. Auf was willst du heutzutage noch warten? Bis ähm, die nächsten Veranstaltungen abgesagt werden? Bis das nächste Land Einreisebeschränkungen hat? Also guckt euch die Tabelle hier ruhig an. Ähm, es, es gibt sie noch mal in einer etwas anderen Form, glaube ich. Ähm, es gibt, sie noch mal in einer anderen, es gibt sie noch mal in einer anderen Form, denn im Englischen ist, glaube ich, noch mal ein zusätzlicher Link da drin. Ja, im Englischen ist noch mal ein zusätzlicher Link hier. Ähm, da, dort kommt ihr halt direkt ins, ins, ähm, in die Community rein, direkt ins Forum Clash of Clans und könnt euch das Ganze hier noch mal etwas anders anschauen, vielleicht noch ein bisschen detaillierter, wo ihr seht, aha, hier nur der, nur der Riese geht auf Rathaus 12. Ähm, nach wie vor so lange, aber er ist halt nicht mehr so teuer. Minus 4,2% Reduzierung der Kosten. Und äh, wühlt euch da ruhig mal durch. Das mache ich im Moment auch, weil ich ja, glaube ich, im Moment auf allen Rathäusern irgendwelche Sachen spiele. Und ähm, ja, mach mal Gott It. Und ähm, ist schon sehr, sehr interessant. Ähm, also die Reduzierung hier auch auf Rathauslevel, warte mal, alter, bis 30 geht ja bis hier unten hin. Kostet auch nur noch 92.000, nicht mal 135.000, auch das denke ich mal, wird euch Leute da draußen weiterbringen, was Rathaus 9 angeht, also die Hürde 8, 9, 10 dann zu nehmen, was das dunkle Farm angeht und 40, da hört es bei 40 auf, ich denke mal dann 41 bis 70 haben sich die Kosten nicht reduziert, ja, so ist das dann wahrscheinlich auch und ähm, da müsst ihr also mit den Kosten rechnen, die jetzt auch tatsächlich da stehen, das Ganze wird natürlich billiger, wenn ihr den Pass nehmt. Aber wir gehen noch mal ins Game zurück, glaube ich. Ähm, Aufnahme, Aufnahme. Foto, wo ist denn Aufnahme? Hier ist meine Aufnahme. Also machen wir gleich noch einen zweiten Angriff. Ich habe schon gefordert, ich habe meine Klammer voll. Dann machen wir einen kurzen Cut. Alter, bin ich heute schnell. Und dann machen wir einen zweiten Angriff. Ich hoffe, wir können das Ding hier noch drehen. Und ihr seht, auch mit dem Rathaus hier weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Es ist der Donnerbengel, der Alex sein Brüderchen. Sieht genauso aus. Das könnt ihr sehen im clan deutschland Ad. Clan betrachten, besuchen. Der hat also auch hier alles pickepacke voll. Und ist auf dem absolut gleichen Stand wie sein Bruder. Ich gehe mit zwei Zehnern hoch auf elf. Nur die Frage ist, wann mache ich's? Wann mache ich's? Mache ich jetzt? Wenn ich jetzt mache, habe ich zehn Tage Zeit. Ist in zehn Tagen das Update da? Weiß ich nicht. In zehn Tagen. Es ist ja das Spring-Update, also das frühlingsupdate und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der März noch, noch rausgeht und wir das Ganze vielleicht Richtung April sehen oder so. Aber genaues weiß man halt nicht. Aber wir machen jetzt erstmal einen kurzen Cut und machen unseren zweiten Angriff. Ich hoffe, der wird jetzt ein bisschen besser. Ich muss jetzt mal gerade auf die Zeit so ein bisschen gucken. Äh, immer eine gute Idee, dann anzugreifen, wenn die anderen gerade angreifen. <laughs> dann sehen die das nicht. Dann sehen die den Kampf. Aber nicht aber nicht meinen okay wir gehen rein hier äh, in den hier gehen wir nicht rein den haben wir eben schon gemacht wir wollten den, Sieb den siebener machen also den hier gesehen haben wir das Dorf äh, auch noch nicht okay auch hier gehe ich ganz ähnlich vor ich habe jetzt keinen Tank dabei ich hoffe dass meine Hawks hier cool durchgehen wir greifen an hier wir gehen hier voll in die vollen ihr seht meine Armee 30 Hawks die müssen es jetzt einfach heißen? Ich gucke mal, mal sehen, wie mein, wie mein Päcker hier agiert. Ich muss mal eben, mal eben schauen: ähm, Päcker raus, Karre raus. So und schon mal so ein bisschen dargesetzt. Ein wenig dargesetzt. Wir hauen hier den Gift raus. Wir nehmen hier die Queen, damit die sich schon mal dessen dort annimmt. Und ähm, das sieht noch ganz gut aus. Der Päcker geht mit rein. Wunderbar, da geht es Richtung Queen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und meine Queen kann aber ruhig sterben. Das ist nicht so schlimm. Wir haben hier immer noch den Pekka. Wir haben hier immer noch den Babydrachen. Der Pekka ist jetzt allerdings Geschichte. Und der X-Bogen soll jetzt erstmal weggehen. Das sieht auch noch ganz gut aus. Und ich glaube, jetzt können wir hier schon die Hock schicken. Komm, 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 raus. Haut euch alle raus hier. Meine Maschine geht hier richtig krass durch. Alter Falter. Meine Maschine ist hier richtig gut drauf. Sehe ich jetzt gerade. Und jetzt geht es natürlich auf mit den Walküren. Die müssen das hier jetzt reißen. Und ähm, ich gucke mal. Ich glaube, da ist ganz gut ein Freeze angebracht für meine Hoggies. Ja, die gehen noch da nach außen. Alter, ich habe kein Cleanup dabei. Ah, doch, ein bisschen habe ich dabei. Okay, ein bisschen habe ich dabei. Da geht's da weiter. Und dann geht das nach hier hin weiter. Mein letzter Heilzauber. Und wir nehmen hier nochmal den, den Freeze, glaube ich, für die Truppe hier. Das sieht in jedem Fall etwas entspannter aus, als, als, als wir das eben gemacht haben. Da ist man noch eine Riesenbombe. Jetzt teilen sich meine Hawkrider zwar so ein bisschen, aber... Oh, eben war ich schon ein bisschen vorne. Toto, wieso nimmst du eigentlich immer Hawkrider? <laughs> Scheiße. Ich sollte meine Lieblinge doch ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen. Alter, falter. Scheiße, nee. Mann, Mann, Mann. Das hätte eben besser ausgehen können. Das werden, glaube ich, in jedem Fall... Würde ich sagen, drei Sterne. Ich habe genug Cleanup dabei. Hier sind noch zwei Hawks da, jo. Oh, mal, mal sehen, ob wir das Ding hier noch rumreißen, in dem Account hier. Da war es schon mal ganz gut aus und jetzt muss ich gleich mit meinen 13 auch noch ein paar Angriffe machen, damit ich dann auch morgen ganz stressfrei in die Streams reingehen kann und keine Angriffe noch irgendwie planen muss oder was auch immer. Also das sind die drei Sterne für mich. Und jetzt gucken wir mal. Ein Stern mehr, ja. Da ist er. Ich hoffe, der Didi hat auch noch den dritten rausgeballert. Der Didi hat hier unten auch noch den dritten rausgeballert. Oder? Didi, Didi, Didi. Jo, hat er gemacht. Weil hier oben hatte der Didi einen Time-Fail. Time Wie sieht es denn prozentual aus? 87. Gewonnen. <laughs> den haben wir gewonnen. Weil der Gegner hat nur noch hier unten einen einzigen Angriff. Und das ist irgendwie so ein Achter oder so. Und wir haben, glaube ich, noch Angriffe. ne wir haben noch Angriffe. Alter, wir haben noch alles offen. Emil. Tschüss. Benkov hat noch und auch der Gary hier mit dem Hollywood-Sklaven hat noch einen Angriff gewonnen. GG, Leute. GG, Leute. <laughs> Gerade noch so gepackt. Okay, dann gibt es noch ein bisschen Bonus hier. vom äh, Oder überhaupt für, für diesen Account. Das wollen wir noch mal nach. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Jetzt fehlt mir zwar ein bisschen Dunkles, aber ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was machen wir denn mit diesen Accounts hier? Live irgendwo auf Ratos 11 gehen am Wochenende, also jetzt nicht am Freitag, aber Samstag, Sonntag vielleicht. Könnt ihr mir gerne mal reinpinnen, ob ihr das gut und cool fändet, wenn wir hier ein bisschen live Update machen an diesen Accounts hier. Dann bin ich der Letzte, der, der das machen wird, denn wir sind gut vorbereitet. Bei beiden Accounts haben wir glaube ich die Treasury ganz, ganz gut voll hier mit den ganzen Pullen. Wir haben hier ohne Ende Hammer und wir können hier auch noch mal hämmern. Also wenn wir die Hämmer weg haben, haben wir noch mal viele Hämmer. Ja, das riecht schon ganz stark nach. Wir gehen mal ganz schnell auf Rathaus 11. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne unten rein. Wenn euch die Update-Newsfolge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen auch nicht und dann seid bitte, 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 bitte heute Abend im Stream dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Die HCWL würde sich sehr, sehr freuen. Bis dahin, Leute, euer Toto.